meine Damen, meine Herren, wenn die Klimakatastrophe nach Berlin kommt, wie wird sie wohl aussehen? Zwei Zeitungen haben vor einigen Jahren am gleichen Tage, wohlgemerkt, uns diese beiden Varianten angeboten. Kommt die Sahara oder kommt die Nordsee? Wie dem die ganz gute Kommunikation zwischen den entsprechenden Instituten und zwischen den Medien scheint es damals wie heute nicht zu geben, sonst wären ja solche Diskrepanzen kaum vorstellbar. Wie dem auch sei, ob Sahara, ob Nordsee, in jedem Fall ist das Böse CO2 schuld. Und wir fragen uns gleich zu Beginn, und dann kommen wir auch zum Thema, mal, was kann denn CO2 an Treibhauseffekt von sich aus, solitär, physikalisch überhaupt leisten. Und ich bin jemand, der immer gerne in die Basisberichte des Klimarates hineinschaut, denn da stehen in die Basisberichte, nicht in den Summary for Policymakers. Da steht ganz was anderes drin. In den Basisberichten stehen sehr viel physikalische, faktische Wahrheiten und auch Erkenntnisse drin. Zum Beispiel im 2007er In the idealist situation, that's the climate response by dubbing of atmospheric CO2 only with no feedbacks. With no feedbacks haben wir etwa einen Wert von 1,2 Grad Erwärmung. Also bei CO2-Verdoppelung im IPCC-Bericht 1,2 Grad sind möglich, mehr nicht. In der aktuellen Wikipedia-Seite steht nochmal das Gleiche. Und da das eine von 2007 und das andere von 2016, also es wird immer wieder bestätigt, das sind Laborwerte, Werte wohlgemerkt, die in der realen Natur noch unterboten werden. Michael Limburg hat schon bei den Klimasensitivitäten darauf hingewiesen. So hat dann auch der erste Chef vom Max-Planck-Institut in Hamburg, vom MPI, dazu gesagt, eine Verdoppelung und geschrieben, eine Verdoppelung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre alleine, nur Kohlendioxid, bewirkt nur eine geringfügige Erhöhung der mittleren bodennahen Temperatur um wenige Zehntel Grad. Und da sind wir da, wo der Kollege Siegfried Dietrich in seinen zahlreichen strahlungsphysikalischen Publikationen immer darauf hinweist, man muss von Anfang an unterscheiden, Labor oder reale Atmosphäre. Im Labor, und so ein Experiment werden wir ja heute und morgen vermute ich sehen, sind maximal 1,2 Grad möglich. Mehr kann CO2 bei Verdoppelung nicht leisten. In der realen Atmosphäre, wo wir außerdem noch Wasserdampf und Wolken haben, ist über einige Zehntel Grad hinaus bei Verdoppelung des CO2 nicht mehr viel zu machen. Warum, fragen wir uns natürlich jetzt sofort an dieser Stelle, ist der Treibhauseffekt von zusätzlichem CO2 bei der jetzigen atmosphärischen CO2-Konzentration, die bei ungefähr 400 liegt, relativ gering. Warum also bei mehr CO2 eigentlich immer weniger Effekt? Dazu schauen wir uns einmal ein paar Spektrallinien an. Die Erde ist ein Infrarotstrahler, bekommt ihre Energie von der Sonne und gibt in einem Infrarotspektrum von etwa 5 bis 2030 in einer Planckschen Glockenkurve Infrarotstrahlung nach oben ab, emittiert also Infrarot. Nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz liegt das Maximum dieser Kurve bei etwa 10 Mikrometer im infraroten Bereich. Nun gibt es einige Gase in der Atmosphäre, die sogenannten Treibhausgase, die absorbieren von diesem Kontinuumstrahler im Sinne des Stefan-Boltzmann-Gesetzes, diskrete Linien, also nur Teile davon, eigentlich nur marginale Teile davon und strahlen im Nanosekundenbereich, nach der Energieerhöhung, kommt dann die Energieabsenkung in den Kugelraum, diese Infrarotlinien, diese Infrarotenergie im Linienspektrum zurück. Davon geht also die Hälfte nach unten, die Hälfte nach oben. Man kann also von Anfang an auch den Treibhauseffekt als eine verzögerte Abkühlung der Erde betrachten. Der Hauptabsorber in der Atmosphäre, das Haupttreibhausgas, ist keineswegs CO2, wie das immer so unterschwellig auch gerade in Medien von Politikern dargestellt würde, sondern Wasserdampf macht etwa 2/3 des gesamten Treibhauseffektes in der Atmosphäre aus. Und Sie sehen, das Band, das breite Band der Wasserdampfabsorptionsbanden läuft wie eine Banderole über das gesamte Infrarotspektrum der Erde hinweg, mit einer Ausnahme. Mit einer Ausnahme, da kommt sie. Es gibt ein Fenster, das kann man sich auch richtig als Lüftungsfenster in erster Näherung vorstellen, von 7 bis 14 Mikrometern, uralte Erkenntnis, weiß man seit mehr als 100 Jahren, da absorbiert der Wasserdampf nicht. Hier entlüftet sich die Erde, hier holt die Erde Luft, hier verhindert sie durch dieses Fenster, dass sie sich zu stark aufheizt. Wenn jetzt Treibhausgase oder andere Effekte dieses Lüftungsfenster zumachen würden, wie ein Vorhang, dann hätten wir ein Problem auf dieser Erde. Wir schauen uns das mal an. Die berühmte CO2-Debatte geht deswegen schon von Anfang an den Realitäten vorbei, weil die CO2-Banden außerhalb des Wasserdampffensters liegen. Das ist der eine Grund, weswegen von Anfang an aus physikalischen Gründen die CO2-Wirksamkeit in der Atmosphäre begrenzt ist. Der zweite Grund ist, es gibt Überlappungen mit den Absorptionslinien des Wasserdampfes, sodass also die CO2-Wirkung aus physikalischen Gründen begrenzt ist. Eine Sache wird immer und immer wieder in der Öffentlichkeit, in den Medien, von Politikern, leider zum Teil sogar von bei wissenschaftlichen Vorträgen falsch dargestellt. Wolken sind weder ein Gas noch ein Treibhausgas, haben aber eine Riesenwirkung in der ganzen Klimadebatte. Wolken sind kein Wasserdampf. Wolken bestehen aus Wassertröpfchen im Bereich etwa im Spektrum 1 Mikrometer bis 1 Millimeter. Wassertröpfchen sind Kontinuumsstrahler, wie die ganze Erde auch. Im Sinne des Stefan-Boltzmann-Gesetzes haben also vollkommen andere Strahlungseigenschaften in der Absorption, in der Reflexion, in der Reemission als die Gase. Das muss einfach einmal klargestellt werden. Die Klimawirksamkeit der Wolken ist im Detail bis heute, in all den Jahrzehnten, wo modelliert wird, nahezu ungeklärt, unbekannt. Die Rückkopplungen, die physikalischen Wechselwirkungen sind so kompliziert, dass man sie bis heute, ja, ich sage mal, kaum in Ansätzen vernünftig modellieren kann. Das soll hier einmal klargestellt werden. Svensmark-Effekt spielt in die Sache hinein, ist in den weiten Ägäen von Ihnen vertraut, können wir hier nicht weiter darauf eingehen. Wir haben es außerdem von Anfang an mit einer sogenannten Sättigung zu tun in den CO2-Banden. Also ich hatte vorhin eingangs die Frage gestellt, warum ist denn die Wirkung von zusätzlichem CO2 über das natürliche CO2, also über 300 oder 400 ppm, so gering? Hier ist der Grund. Wir gucken wieder in die Klimaratspublikationen. In der Mitte der 15 Mikrometer Absorptionsbande hat zusätzliches CO2 nahezu keinen Effekt, steht beim IPCC. Paul Crutzen, der Nobelpreisträger, der sich sehr intensiv mit Strahlungsphysik und all diesen Dingen beschäftigt hat, sagt, es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist. Und nun kommt das, was ich rot markiert habe. Und zusätzliches CO2 spielt fast keine Rolle mehr, ergibt sich aus der Physik. Max-Planck-Institut Hamburg nochmal, der Herr Hinz-Peter hat schon 1995 das publiziert. Warum ist der Effekt so gering? Weil die Verdoppelung nur die von den Flanken der Kohlendioxidbanden herrührende Gegenstrahlung erhöhen würden. Sie erinnern sich an die Folie mit dem Erdstrahler und den Treibhausgasen, die ich Ihnen vor 3–4 Minuten gezeigt habe. Wir haben eine sehr starke Überlappung der CO2-Banden im Bereich der Hauptwasserstoffbanden, sodass wir also sagen, achso, jetzt müssen wir euch fragen, warum das Ganze? Warum das Ganze? Warum wird der Effekt von zusätzlichem CO2 immer geringer? Das steht interessanterweise schon in dem Enquetebericht von 1988 für den Deutschen Bundestag, wo viele, viele renommierte Wissenschaftler damals mitgearbeitet haben. Und mit diesem Bericht übrigens begann die Klimahysterie in Deutschland. Ich will Ihnen die Kernaussage hier projizieren. Es geht uns hier um die Physik, nicht um die Politik. Mein Vortrag soll die Politik eigentlich nur außen vor lassen. In diesem Enquetebericht steht drin, da die CO2-Absorptionsbanden bereits weitgehend gesättigt sind. Sie sehen immer wieder dieselbe Aussage. Beim IPCC, beim Max-Planck-Institut in Hamburg, in hunderten Veröffentlichungen steht immer wieder das Gleiche. Nur keiner nimmt zur Kenntnis. Nimmt der Treibhauseffekt durch zusätzliches CO2 nur noch nach dem Logarithmus der CO2-Konzentration zu. Kollege Limburg hatte es schon kurz angesprochen, sodass die Temperatur bei jeder Verdoppelung um den gleichen Betrag sich erhöht. Und jetzt gucken wir uns das an. Eine Grafik, aufgetragen auf der Abszisse, ist die CO2-Konzentration, auch die zunehmende CO2-Konzentration in 20 ppm-Stufen. Auf der Ordinate eingetragen ist die Rückstrahlung, die Gegenstrahlung von oben nach unten in Watt. Wir sehen schon an dieser Stelle, machen wir gleich noch ein bisschen weiter, an dieser Stelle sehen wir schon, eigentlich wird der Treibhauseffekt schon fast vollständig von den ersten 20 ppm erledigt. Alles andere, was dann kommt, ist eine logarithmische Funktion, eine mathematisch streng logarithmische Funktion. Das heißt, der Treibhauseffekt in der Atmosphäre heißt, jedes neue CO2-Molekül, Sie haben es schon beim Enquetebericht gelesen, stand unten in dem Fenster, bewirkt weniger als das vorherige. Der Treibhauseffekt mit zusätzlichem, in diesem Falle also sehr viel anthropogenes CO2, nicht alleine, aber auch, gibt einen Effekt, der asymptotisch gegen Null geht. Er wird niemals Null. Und wenn wir 6000 ppm haben, aber er ist schon jetzt nahe Null von 20 zu 20 ppm. Wir schauen uns das Ganze nochmal an in der Temperatur. Eben haben wir uns das in der Energie angeschaut, jetzt gucken wir uns das in der Temperatur an. Wiederum auf der Abszisse die CO2-Stufen von 20 zu 20. Auf der Ordinate jetzt nicht die Energie, sondern der Effekt, der Temperatureffekt von jeweils zusätzlichen CO2-Stufen. Wir haben dieselbe Funktion, kann ja auch gar nicht anders sein. Die Dinge hängen unmittelbar kausal miteinander zusammen, Energie und Temperaturerhöhung. Da sind wir heute, dieselbe Aussage, jedes neue CO2-Molekül bewirkt weniger als das vorherige, eine physikalische Gesetzmäßigkeit und zugleich eine mathematische Gesetzmäßigkeit. Wichtig, habe ich hier noch hingeschrieben, dieser logarithmische Effekt, da besteht Konsens zwischen allen naturwissenschaftlich arbeitenden, denkenden, studierten Leuten. Bis hierher gibt es keinen Dissens. Mit diesem Logarithmus ständig kleiner werdenden Temperaturhundertstelbeträgen. Das sind ja jetzt nur noch Hundertstelbeträge, die die Physik in der Atmosphäre ermöglicht. Ist natürlich keine Klimakatastrophe zu machen. Ein wenig lax ausgedrückt, aber so soll es sein. Nun kommt das Erstaunliche, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, das IPCC bietet aber 2, 3, 4, 5 Grad bei Verdoppelung oder bis 2100, je nachdem, welche Publikation man da erwischt. Ja, wie denn das? Da müssen wir doch hier sofort die Kernfrage, die naturwissenschaftliche Kernfrage stellen, wenn nicht CO2, wer dann? Und da gibt es die Antworten wieder in den IPCC-Berichten, die ich einfach mag. Die Basisberichte werden von hunderten klugen Leuten, Kollegen von uns erarbeitet und die haben ja, ob Physik oder Messwerte, keine anderen Erkenntnisse als wir Skeptiker auch. Sie haben es schon gelesen, das Wasserdampffeedback ist nach wie vor der durch wichtigste Rückkopplungseffekt, der die von der allgemeinen Zirkulation als Reaktion, ein bisschen verschoben ausgedrückt, auf eine C-Verdoppelung vorhergesagt, der globale Erwärmung. Also es ist nicht CO2, was die Modelle, womit die Modelle diese exorbitanten Katastrophen Temperaturen rechnen. Das geht nicht, das liefert CO2 nicht und das liefert die Physik nicht, sondern es ist Wasserdampf. Und nun wollen wir uns das mal etwas näher an. Das Gleiche steht dann nochmal im IPCC-Bericht 2013. Das ist hier eine Reminiszenz von Spiegel Online, Bojanowski wurde hier schon, ist aber, das hat er verstanden, sage ich mal. Würde sich die Menge von CO2 in der Luft verdoppeln, stiege die Temperatur, chemischen Experimenten zufolge, hat er nicht ganz verstanden, das sind physikalische Experimente, strahlungsphysikalische, um etwa 1 Grad. Jetzt kommt das Wesentliche und da wollen wir in diesem Vortrag darauf hinaus. Erst Wasserdampf verstärkt der Theorie zufolge den Treibhauseffekt, wie stark dieser Effekt ist, gilt als die Kernfrage der Klimaforschung. Und das steht hier im Mittelpunkt dieses Vortrages. Die Wasserdampfverstärkung. Meine Damen und Herren, hier sitzen sehr viele Physiker, hier sitzen sehr viele Atmosphärenleute, Meteorologen. Der Grundgedanke ist total plausibel, dass es eine Wasserdampfverstärkung gibt. Das geht nämlich so. Anthropogenes CO2 verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt, wo die ersten 20, 40, 80, 100 ppm eigentlich schon alles machen. Die erledigen den Treibhauseffekt von CO2. Und dann gibt es nur noch Ministufen. Also einige Zehntel Grad kann CO2 auch weiterhin, auch auf die Zukunft betrachtet hin. Mehr geht aus physikalischen Gründen nicht. Nun kommt eine wichtige Schlussfolgerung. Eine wärmere Atmosphäre, und wenn sie nur einige Zehntel Grad wärmer ist, kann aber mehr Wasserdampf aufnehmen. Das ist die berühmte Wasserdampfsättigungs-Dampfdruckkurve. Fast jeder kennt sie, fast jeder hat schon mal davon gehört. Das heißt, je wärmer es ist, je mehr maximal Wasserdampf geht in die Atmosphäre. Ein physikalisches Gesetz. Wasserdampf als stärkstes Treibhausgas bewirkt eine positive Rückkopplung. Das ist der völlig logische nächste Schritt. Zunächst einmal physikalisch. Jedoch, und das finden Sie fast nirgends, die negative G, steht aber hier und da in den IPCC-Berichten auch so als kleiner Anklang drin. Die negative Gegenkopplung ist genauso plausibel, nämlich mehr Wasserdampf, mehr Wolken, mehr Niederschlag, und dann kriegen wir nämlich eine Abkühlung. Zumindest keine Erwärmung, zumindest keine Verstärkung durch Wasser und Wasserdampf. Was macht nun derzeit die Temperatur? Mein Vortrag steht hier unter der Rubrik Messen, Messen und Darstellen. In der Natur finden wir, ich zeige es Ihnen gleich, keine Wasserdampfzunahme, keine Wasserdampfzunahme. Eine CO2-Zunahme sehr wohl. Und wir finden in der Natur seit etwa 18 Jahren, die beiden El Niño-warmen Jahre sind hier schon erwähnt worden, die haben ganz andere Ursachen. Das hat mit CO2 nichts zu tun. Seit 18 Jahren keine Erwärmung. In den Klimamodellen, der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre soll, muss in Anführungsstrichen zunehmen. Sonst haben wir keine Erderwärmung, meine Damen und Herren. CO2 kann eine markante, eine greifbare, eine messbare Erderwärmung nicht liefern, aus physikalischen Gründen. Ich habe Ihnen die Gesetze gezeigt. Hier kommen wir zu der ersten Zwischenschlussfolgerung mit der Verifizierung und Falsifizierung der Wasserdampfverstärkung. Also gibt es mehr Wasserdampf und wirkt sie so. Fällt und steht die gesamte Klimadebatte. Deswegen habe ich Ihnen vorhin das Spiegel-Zitat gezeigt von 2013. Interessanterweise hat der Herr Bojanowski, ein Geograf, glaube ich, das erkannt. So, jetzt kommen wir zu den Kernmessungen. Im Jahre 2009 ist von Peltridge und Co., einem Autorenteam, eine Arbeit erschienen, die ein Erdbeben bzw. lähmendes Schweigen bei den Alarmisten ausgelöst hat. Und ich zeige Ihnen aus der umfangreichen Arbeit nur eine einzige Grafik, die genügt, um zu erkennen, was das für ein Todesstoß für diese Modellierung ist, für diese Wasserdampfverstärkungsmodellierung. In dieser Grafik ist aufgetragen in der Ordinate die Höhe der Atmosphäre. Wir Meteorologen nehmen gerne lieber Druckstufen als Höhenstufen, das hat physikalische und auch Auswertungsgründe. Also Höhe, Höhenstufen. Auf der Abszisse ist aufgetragen der Feuchtetrend, und zwar für die verschiedenen farblich angelegten Kurven, da sehen Sie 3 verschiedene Kurven, in verschiedenen geografischen Breiten. Wenn Sie so wollen, auch Klimabreiten. Das ist aber gar nicht für uns jetzt gar nicht so wichtig, da ins Detail zu gehen. Viel wichtiger ist, die Ergebnisse von 40 Jahren Radiosonden. Und Sie haben das da rechts schon gesehen. Das nennen wir in der Meteorologie eine Radiosonde. Und die meisten von Ihnen kennen das als Wetterballone. Diese Geräte gibt es seit fast 100 Jahren, seit den 30er Jahren sehr massiv. Und da gibt es zurzeit und in den letzten Jahrzehnten etwa 800 Stationen weltweit. Da hat man also, wenn man 40 Jahre auswertet, das haben die hier gemacht, ein Datenmaterial von Milliarden und Abermilliarden Daten. Und was die sich rausgesucht haben, sind nicht die Temperatur und die Windprofile, sondern die haben sich die Feuchtigkeitsprofile rausgesucht. Das ist hier unser Thema. Hat die Atmosphäre seit der mäßigen Erderwärmung der letzten Jahrzehnte einen markanten Trend zu mehr Wasserdampf? Messen. Und dann kann man weitere Schlussfolgerungen ziehen. Denn die Schlussfolgerung wäre ja, wenn mehr Wasserdampf, dann funktioniert ja die Wasserdampfverstärkung. Und Sie haben es schon längst, das sind die Nulllinien, ja, und links und rechts davon Plus oder Minus, das haben Sie alle schon gesehen, ich habe extra das mal so stehen lassen. Und was sehen wir? In fast allen Höhenstufen und in fast allen geografischen Breiten haben wir einen über etwa 40 Jahre währenden Negativtrend von Wasserdampf in der Atmosphäre. Diese Arbeit hat bei den Alarmisten, bei den Modellierern lähmendes Entsetzen ausgelöst. Und wer dabei war, wie Kollege Limburg, wir haben damit auch die Kollegen beim PIK, wo wir Eike PIK ein ganztägiges Kolloquium hatten, was sehr spannend war, ja, über 6 Stunden ungefähr. Auch die, damit haben wir natürlich die Kollegen, die hier zum Teil ja auch schon projiziert worden sind, konfrontiert. Die Antwort war ganz interessant. Vollkommenes Schweigen. Lähmendes Schweigen, denn wir haben gefragt, wie sieht man denn nun heute die Modelle, wenn wir sehen, die Wasserdampfverstärkung funktioniert nicht. Und was schreiben die Autoren, und das habe ich mir jetzt aufgehoben zum Schluss, the upper level negative trend in Q, das ist das Mischungsverhältnis, Gramm pro Kilogramm Wasser in der Atmosphäre, der Wasserdampf also gedanklich kondensiert, are inconsistent with climate model calculations. Das haben die nicht vorgesehen. Negative Trends in Q as found in the NSPEP data would imply that long-term water vapor feedback is negativ. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Damit waren die Modelle eigentlich schon vor 6, 7, 8 Jahren falsifiziert. Und irgendjemand von Ihnen, ich weiß nicht, ob es Benny Peiser war, hat darauf hingewiesen, die Modelle liegen ja ohnehin exorbitant, viel zu hoch. Alle Temperaturprognosen von allen Dutzenden von Modellen liegen zu hoch um 1, 2 bis zu 3 Grad. So, damit sind wir noch nicht fertig. Jetzt waren wir in der Troposphäre, jetzt gehen wir in die Stratosphäre. Da hat jemand, so weit gehen die Wetterballone nicht, da muss man andere Messmethoden nehmen. Also hat man Satellitendaten, die übrigens recht gut funktionieren. Die Arbeit, die hier erschienen ist, kommt zu dem Ergebnis Stratospheric Water Vapor Concentration decreased by about 10% after the year 2000. Here we show that this acted, also verursacht, to slow the rate of increase in global surface temperature warming. So, das ist die alte Phil-Jones-Kurve, inzwischen ist sie so weit hin manipuliert, dass dieses Plateau auch schon wenigstens ein bisschen ansteigt, aber das ist hier nicht unser Thema. Das Autorenteam, was den stratosphärischen Wasserdampf gemessen und analysiert hat, hat den Zusammenhang durchaus erkannt. Wenn die Globaltemperatur stagniert, dann stagniert auch die Temperatur in der Atmosphäre, dann kann auch nicht mehr Wasserdampf da hinein. Wir sind also bei Stratosphäre, bei Troposphäre und Stratosphäre. Messtechnisch, das sind hier keine Modelle, zum gleichen Ergebnis gekommen. Es gibt keine Wasserdampfvermehrung. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit den Satelliten kann man seit vielen Jahren, ich glaube seit etwa 20 Jahren und länger, ja, hier haben wir ja die Zahlen, den Totalwassergehalt der vertikalen Wassersäule oder Atmosphärensäule messen. Das heißt, man kann feststellen, von oben nach unten geschaut, wie viel Wasserdampf plus verfügbarem Wasser ist da drin. Und das Ganze nennt sich Total Precipitable Water, also auf Deutsch etwa für die Niederschläge verfügbares Gesamtwasser. Was sehen wir da? Bis 97, bis 98 interessanterweise, wo die Temperaturen ja den wesentlichen Anstieg hatten, ein leichter Anstieg und seit 1999 bis heute eine Abnahme. Wir haben also den gleichen Befund mit drei verschiedenen Messmethoden. Troposphäre, Wetterballone, Stratosphäre, Satelliten und Totalwassergehalt der Säule, auch wieder Satelliten. Das Ergebnis ist eindeutig, mit allen Messmethoden und in all diesen gemessenen Bereichen haben wir nicht nur keine Zunahme des Wasserdampfes, den die Modelle dringend brauchen, sonst funktioniert das alles nicht, sondern wir haben eine Abnahme. Und da ziehen wir auch gleich das Fazit. Wasserdampfgehalt und Total Precipitation Water haben in den Messungen der Wetterdienste abgenommen. Die Wasserdampfverstärkung in den Medien. Bis heute wird uns jede Woche und bei jedem Unwetter das genaue Gegenteil erzählt. Unwetter in Deutschland, Sie erinnern sich, im Mai, da ging es wieder rund, ZDF zur Wasserdampfverstärkung mit Herrn Rahmstorf oder irgend sowas. Ja, durch die globale Erwärmung erhält die Atmosphäre mehr Energie und auch mehr Wasserdampf. Ich habe Ihnen gezeigt, und das ist das Interessante hier, auch die Professoren, selbst vom PIK, argumentieren und reden und behaupten Dinge, durch die Messungen widerlegt sind. Widerlegt sind. Hurricane Matthew, Sie erinnern sich, ein Riesenspektakel, natürlich war sofort die Klimakatastrophe dran, nur ganz am Rande hier, wir können da nicht so viel zu sagen. Es war der erste Kategorie 5 Hurrikan, der seit 10 Jahren überhaupt wieder die amerikanische Landküste erreicht hat. Und da wird natürlich in den Medien, hier ist es Zeit Online, immer wieder das Gleiche gesagt, die globale Erwärmung und mehr Energie und erhöhen die Temperaturen und dann gibt es eben immer mehr. Die Messungen der Wetterdienste weltweit zeigen einen genau gegenteiligen Trend. Ich habe Ihnen die wesentlichen Ergebnisse gezeigt. Wir müssen nun, eigentlich waren wir da schon dran und wir haben es heute auch schon gehört, doch noch 3, 4 Sätze zur Klimasensitivität sagen, damit das hier nicht untergeht, damit wir das Ganze nochmal in der Übersicht haben. Die Klimasensitivität, Sie lesen das bitte selber, ich bin nicht so gut bei Stimme hier heute, das ist übrigens keine Influenza. Ich habe wahrscheinlich eine CO2-Vergiftung. In der Berliner Luft ist inzwischen, er auch, in der Berliner Luft ist inzwischen so viel CO2, ist mir schon die letzten Tage, ich bin schon 2, 3 Tage hier mit meiner Frau auch, dass wahrscheinlich Paul Linke sich im Grabe umdrehen würde. Mit der Berliner Luft ist nicht mehr so doll, aber gut. So, Sie haben das inzwischen gelesen. Wikipedia sagt, das klipp und klar, und da wird natürlich, Wikipedia wird von den Alarmisten bestimmt, Sie wissen das alle, ja? Da haben absolut die Alarmisten das Sagen und die Rezension und die Kontrolle und die Schranken. Wir haben es immer wieder mal versucht, man muss es aufgeben, wir haben keine Chance. Aber immerhin stehen ja auch ein paar Dinge drin, die absolut auch als gesichert gelten. Verdoppelung der Konzentration von Kohlendioxid, von 280, das ist dann einer von diesen berühmten vorindustriellen Fantasiewerten, auf 560 erhöht. Bei ausschließlicher Betrachtung, und das ist jetzt schon so eine kleine Zusammenfassung, der im Labor messbaren Strahlungswirkung ergibt sich eine Klimasensitivität von 1,2. Nochmal, in der realen Atmosphäre, Kollege Limburg hat die Publikationen gezeigt, haben wir nach vielfältigen Auswirkungen, Ausrechnungen und Berechnungen und Überlegungen 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. In dem Bereich bewegt sich das. Ich sage nochmal, Kollege Dietrich weist da immer wieder darauf hin, mehr geht nicht, weil die Wasserdampfbandenüberlappung da ist und die Wolken da sind. So, im IPCC-Bericht. Ich liebe die IPCC-Berichte, also Sie haben es schon gemerkt, nicht? The Equilibrium Climate Sensitivity ist definiert als Surface-Temperatur im Gleichgewicht bei Verdoppelung von CO2. Das heißt, es muss sich ein Gleichgewicht einstellen. Wir leider, das können wir hier nicht ausführen, es gibt 2 verschiedene Klimasensitivitäten. Die Equilibrium, die sich in Jahrhunderten oder Jahrtausenden einstellen müsste, sollte, wird. und die Transien. Das ist die, also, die wir auch nächstes Jahr schon haben, natürlich nicht messen können und in 10 Jahren oder in 100 Jahren. Das ist aber überhaupt nicht wichtig in dem Zusammenhang. Wichtig ist, dass Sie hier mitnehmen, die Klimasensitivität, die uns ja auch dauernd erzählt wird, mit vielen Graden, ist mit CO2 nicht zu machen. Sie funktioniert nur, wenn ich den Wasserdampf dazu nehme und wenn der Wasserdampf auch zunimmt. Dann nochmal Equilibrium, Climate Sensitivity. Ach so, das ist ja jetzt IPCC-Bericht, ja genau. Wird immer wieder mit 1,5 bis 4,5 angegeben. Und jetzt kommt die Sensation. Und da musste man lange suchen. Und ich habe lange gesucht, weil ich irgendwo so einen ersten Hinweis gehabt habe. Und Kollege Lüdecke weiß das, wir haben also tagelang in den Berichten gesucht und Michael hat es auch gefunden. Eine Fußnote. In einer Fußnote steht eigentlich ein kleines IPCC-Erdbeben drin. No best estimate for equilibrium climate sensitivity can no be given because, jetzt kommt es, because of a lack of agreement and values across assessed lines of evidence and new studies. Das heißt, auch das IPCC hat schon zu dem Zeitpunkt, 2012, 2013, wie das zusammengeschrieben wurde, gewusst, die neuen Studien lassen es nicht mehr zu, zu sagen, wir nehmen von 1,5 bis 4,5, mit den dauernden Modellwerten den Mittelwert. Es sind keine 3 mehr, es sind auch keine 2 mehr. Und ein einziges Beispiel möchte ich Ihnen zeigen von Dutzenden von Publikationen. Max-Planck-Institut Hamburg. Ich weiß nicht, ist der Kollege Lüning schon hier? Wo ist er? Ja, da habe ich bei euch Honig gesaugt. Nicht? Als diese Arbeit erschienen war, hat die Kalte Sonne geschrieben, Sie lesen es bitte mal, weil ich nicht so gut bei Stimme bin. Lesen es bitte mal. Das ist ein kleines Erdbeben. Von einem Institut, dem man weiß Gott keine Skeptiker und keine Leute unterschieben wird, die sagen, die ganze Modellierung stimmt nicht. Da hat die Kalte Sonne geschrieben, Fahrenhold und Lüning, möglicherweise und sehr wahrscheinlich, ich zitiere mal so halbwegs aus dem Kopf, wird diese Arbeit in späteren Jahren als ein kleines Erdbeben in die Geschichte eingehen, weil das erste Mal eins von den offiziellen Klimainstituten, die auch Modelle machen, gesagt hat, wir müssen uns verabschieden von diesen hohen Werten der Klimasensitivität. So, und dann gucken wir uns das noch an. Das steht alles da drin bei denen. Die Klimasensitivität bei Verdorfenheit ist in aktuellen Klimamodellen 2 bis 4,6. Das ist alles noch dasselbe, obwohl es immer noch kontrovers ist, verorten Beobachtungen die Klimasensitivität am unteren Ende. Und der Linsen-Iris-Effekt ist längst auch rehabilitiert, sagen wir mal. Zwischenfazit. Die Klimasensitivität wird in der neuen peer-reviewten Literatur, das ist keine Skeptikerliteratur, meine Damen, meine Herren, noch auf unter 2 Grad kalkuliert. Ohne Wasserdampffeedback unter 1 Grad. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Schluss, eine ganz kleine Schlusssequenz und die vertragen Sie alle noch vorm Mittagessen, weil es sofort verständlich und erkennbar ist. Mehr Wasserdampf, mehr Extremwetter. Ich habe Ihnen schon gezeigt, was die Zeitungen immer behaupten und was die hemmungslos natürlich auch viele studierte Leute von den Instituten, von den Klimaalarminstituten von sich geben. Messungen und Fakten. Führt mehr Wasserdampf? Haben wir überhaupt mehr Wasserdampf? Haben wir nicht. Kriegen wir trotzdem mehr Extremwetter? Wir gucken uns DWD zu Niederschlag in Deutschland an. Was sagt der Deutsche Wetterdienst? Klimatologische Einordnung der ungewöhnlich heftigen Niederschläge, die wir da im März gehabt haben oder vorher auch. Analysen des DWD haben ergeben, dass sich zumindest in Deutschland aus dem Zeitraum 51-2000, ein 50-jähriger Zeitraum, kein eindeutiger Trend zu mehr Niederschlagsereignissen ableiten lässt. Das Gleiche finden wir auf der Homepage vom Wetterdienst in den sogenannten Klimareports. Da ist diese Grafik drin, die Starkniederschläge der letzten 50 Jahre aufgelistet. Ich kann mir den Erklärungen sparen. Es gibt keinen Trend. Das Gegenteil wird nahezu täglich behauptet. Das war Deutschland. Wir gucken uns das global an. mehr Wasserdampf, mehr Regen weltweit. In Offenbach ist beim Deutschen Wetterdienst das Weltniederschlagszentrum von der WMO eingerichtet. In einem Interview mit dem DWT fragt Bojanowski vom Spohn, mehr Hitze lässt mehr Wasser verdampfen, also mehr Regen. Doch diese Cocktailparty mag einfach klingen, sie hat aber leider nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wir finden aber in unseren Messungen, sagt der Leiter des Niederschlagszentrums, keinen Anstieg der Niederschläge. Weltweit kein Trend. Spiegel Messfehler? Oder die Heretikerfrage. Sind die Gleichungen falsch? Das heißt, also sind die Modelle vielleicht falsch? Ja, da hat immerhin der Kollege vom Niederschlagszentrum aus Offenbach gesagt, für die Forschung ist das ein großes Rätsel, bekennt der Leiter des Weltzentrums für Niederschlag. Das heißt, es passt nicht zusammen, es passt nicht in das, was man gerne hätte. Die Messungen sind anders und das ist unser Thema hier. Messungen und Faktoren, mehr Wasserdampfenergie, mehr Stürme, stärkere Stürme. Das sind die Orkane der letzten 50, 60 Jahre. Nur die starken Orkane unter 950 Hektopascal Kerndruck haben meine Kollegen beim Seewetteramt. Es geht runter, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf. Die kann man auch ein bisschen anders setzen, die Pfeile. Das ist auch nicht wichtig. Sehen Sie irgendeinen Klimatrend? Wir haben ein ständiges Auf und Ab. 50, 60 Jahre, von einem Klimatrend keine Spur. Anzahl und Trend tropischer Stürme und Hurrikane. Wenn wir mehr Energie in der Atmosphäre hätten, also zum Beispiel über die Variante mehr Wasserdampf, dann müssten wir zunächst einmal vielleicht mehr Hurrikane, ich sage schon mal vielleicht, haben. Wie sieht der Trend aus der letzten 40 Jahre? Wir haben 20 Jahre einen leichten Anstieg und wir haben 20 Jahre einen leichten Rückgang der tropischen Stürme und der Hurrikane. Die ganze Grafik ist gesplittet, weil natürlich bei weitem nicht jeder tropische Sturm auch ein Hurrikan wird. Deswegen sind die Zahlen aber trotzdem beide interessant. Das hat natürlich in der Alarmistenszene gar nicht ins Bild gepasst. Also hat man versucht, einen anderen Index zu finden. Hat jetzt den sogenannten Accumulated Cyclone Index geschaffen. Da wird die Energie, wenn Sie so wollen, die Windstärke, die maximale Windstärke der Hurricanes mit der Anzahl kombiniert. Und das sah ja für die Alarmisten auch mal 10 Jahre ganz gut aus oder 15, aber leider seit etwa 93, 94 sieht es dann wieder nicht mehr so gut aus. Es bleibt auch da nichts, nichts. Und da sagt dann auch der Ryan Mao von der State Florida University, Global Tropical Cyclone, sind ja Statistiken, die jedes Jahr weitergeführt werden. Cyclone, ACE ist dieser Index, does not show an upward trend in communion with global temperatures. Also nicht, keine Übereinstimmung mit den mäßigen Erderwärmungsraten, sondern ein Rauschen, ein meteorologisches, atmosphärisches Rauschen. Und ich bin immer wieder begeistert, was alles beim IPCC drin steht. Keine robusten Trends bei den jährlichen Zahlen tropischer Stürme, Hurricanes und Stark-Hurricanes. Im jüngsten IPCC-Bericht. Kann jeder nachprüfen. Zusammenfassend im IPCC-Bericht. Änderungen in der Intensität extremer außertropischer Zyklonen und so weiter und so weiter. Es bleibt nichts. Die Klimaratskollegen wissen das auch, die haben die gleichen Messdaten. Mehr Gewitter, ausgerechnet in Potsdam, haben wir hier als Beispiel, das ist aber Zufall, wo die Welt der Alarmisten versammelt ist, zumindest im PIK, ein Jahrhunderttrend zu weniger Gewittertagen. Und das Ganze nicht nur im Jahr, sondern auch im Sommer. Es gibt also keinen Unwetter, kein Gewitter, kein Katastrophentrend. Wie sieht es global aus? Wieder Klimarat. Zusammenfassend gibt es nur ein alles 2013er IPCC-Basisbericht. Geringes Vertrauen in beobachtete Trends bei Unwettererscheinungen, Hagel, Gewitter, Gewitter, Gewitter und so weiter. Es bleibt nichts. Wir sagen hier mal an dieser Stelle, man benötigt keine Skeptiker zur Widerlegung der Klimaalarmisten, denn die kritischen Fakten, ich habe sie Ihnen gezeigt, etliche, die kritischen Aussagen, man muss eigentlich sagen, die sachlichen Aussagen, die sind ja gar nicht kritisch, die sind sachlich, faktenorientiert, stehen alle im ICC-Basisbericht drin, in den Assessment-Berichten. Ich habe da nur drunter geschrieben, und da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich könnte Ihnen das alles sehr schön vortragen. Im Summary for Policymakers steht dann auf 40 Seiten von vorne bis hinten das genaue Gegenteil. Sie können sich überzeugen, was ich Ihnen vorgetragen habe und was ich hier angesprochen habe, finden Sie alles im Internet, vollkommen von unverdächtigen Leuten da reingestellt. Die Modellhypothese vom Wasserdampf hat kaum ein Journalist begriffen. Die denken alle, was da immer in den Modellen und von den Instituten und in den Interviews und in den Zeitungen steht, das alles ist CO2. 2 Grad, 4 Grad, 5 Grad und wenn es gut geht, auch mal 6 Grad. Keiner hat es wirklich begriffen. Es gibt ab und zu mal eine Ausnahme. Ich zeige Ihnen nur eine und dann sind wir auch schon durch hier. Denn diese eine Ausnahme ist schon fast wie eine kleine Zusammenfassung. Peter Heller, ich weiß gar nicht, wer das ist, bei Tichys Einblick. Ah, wunderbar, das wusste ich nicht so genau. Habe ich euch. So, also Physiker Peter Heller schreibt auf der journalistischen Webseite von Tichy, lesen Sie es bitte, dann kann ich meine Stimme schon. Jede Verdoppelung seiner Konzentration erhöht die Temperatur am Erdboden um etwa 1 Grad. Ja, ob wir Labor oder Atmosphäre nehmen, je nachdem angefeuert. Der Text ist eigentlich schön. Durch umfangreiche staatliche Fördermittel versuchen zahlreiche Klimaforscher seit Jahrzehnten Verstärkungsmechanismen zu finden. Sie suchen sie und zu beschreiben, die die harmlose Erwärmungswirkung von Kohlendioxid. Ich habe sie Ihnen gezeigt. Aufgrund physikalischer Gesetze ist CO2 harmlos physikalisch. Mehr Wasserdampf durch Verdunstung oder durch die Verminderung der Rückstrahlfähigkeit, durch Abschmelzen von Polkappen. Es gibt noch ein paar andere Rückkopplungseffekte, über die diskutiert und die auch modelliert werden. Aber der Wasserdampf ist das A und O bei der Geschichte. So, den Rest haben Sie schon gelesen. Für die Konstruktion von Szenarien wird also diese Verstärkung gebraucht, in denen der vergleichsweise geringe anthropogene Kohlendioxideintrag, denken Sie an die logarithmische Kurve, den Anstoß für einen hohen Temperaturanstieg gibt. Solche Vorstellungen werden mit Rechenmodellen begründet. Die Klimakatastrophe ist eine simulierte Apokalypse, keine gemessene oder beobachtete. Ich habe Ihnen hier fast ausschließlich Messungen vorgetragen. Und eine ganz kleine Zusammenfassung gönne ich Ihnen dann doch noch, damit es auf den Punkt kommt und auch bleibt. Die Verdoppelung der gegenwärtigen CO2-Konzentration kann nach physikalischen Gesetzen nur unter 1 Grad bleiben. Im Treibhauseffekt. Im Treibhauseffekt. CO2 ist ein Treibhausmolekül, ein Treibhausgas, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. So, daher, die Klimamodelle rechnen die Temperaturerhöhungen von 2, 3, 5 viele nicht mit CO2, sondern mit einer Hypothese. Sie wissen den Unterschied. Eine These ist eine Theorie, die man aufstellt. Eine Hypothese ist etwas, was da drunter liegt, also im Ansatz vielleicht in Richtung einer These mal gehen könnte. Bitte? Ja gut, die Hypothese vom Wasserdampfverstärkung ist ein Denkmodell. Physikalisch nicht unplausibel, das habe ich Ihnen ja auch gezeigt. Aber die Natur, die Atmosphäre macht was anderes. Die Messungen, nämlich die Messungen der weltweiten Wetterdienste, finden in den vergangenen 40 Jahren keinen Trend zu mehr Wasserdampf, sondern in den überwiegend meisten Höhenschichten, Peltridge und Co., unantastbar bis heute, hat bis heute keiner widerlegt, eine Wasserdampfabnahme. Sowohl die Wetterdienste als auch der Klimarat finden weltweit keinen Trend zu stärkeren Stürmen, Hurrikanen, Tornados und. Keinen Trend. Fazit, die Wasserdampfverstärkung ist eine unbewiesene Hypothese. Und ich sage das hier nicht zum ersten Mal, sie ist letztlich ein wissenschaftliches Konstrukt. Die Klimamodelle sind falsch. Und jeder kann es jeden Tag im Internet sich angucken. Wenn die Klimakatastrophe nach Berlin kommt, beim Brandenburger Tor, das habe ich Ihnen einstiegs gezeigt. Jetzt zeige ich Ihnen zum Ausstieg, was passiert, wenn die Klimakatastrophe nach Köln kommt. Die setzen nämlich noch einen drauf. 1986 kam die Nordsee, in den Medien natürlich, nicht? 2007 kam die Wüste, rund um den Kölner Dom Wüste. Und das Neueste ist 2014... Offensichtlich breitet Grönlandeis sich nach Süden aus. Dann hoffen wir mal, dass dieser Atombunker, liebe junge Dame, da oben bleibt. Nicht? Wir wollen den hier wirklich auch nicht haben. So, also, Sie sehen schon, Medien ad absurdum, es bedarf, Benny Peiser hat das wunderbar gesagt. Nicht? Also, der Transformationsriemen Medien ist die eigentliche Katastrophe. Sonst wäre das nicht möglich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.